Moin moin, liebe Leute, frisch von der Arbeit und überhaupt nicht müde, geht's direkt zur Sur. Mal schauen, was er heute dabei hat. Etwas verspätet, wie gesagt. Aber es gibt noch Gründe, hier hinzugehen und das zu streamen bzw. aufzunehmen. Und jetzt gucken wir mal, was er Diese dabei hat. Ewigkeit. Okay, das sieht ja schon mal interessant aus, will ich mal sagen. Als erstes haben wir hier keinen Plan B, Panzerhandschuhe für die Titanen, nur mit Stärke, vielleicht nicht so toll. Dann mit den Perks Schrotflintenkill zu lösen, Machtbarriere aus und die Dauer von Machtbarriere ist erhöht. Als zweites erhöhtes Nahkampfangriffstempo und zu letzt schnelleres Nachladen mit Schrotflinten. Ja, geht so, ne? Also wer es noch nicht hat, halt Sammlung voll machen, mitnehmen. Ist ja im Tableau dann hinterlegt. Als zweites hier ATS 8 Arachnoid. Helm für den Jäger mit nur Intellekt eigentlich ganz gut. Goldene Kanone hält länger an und zoomt weiter heran, wenn du zielst. Mehr Superenergie durch Nicht-Töter-Kills und zu guter Letzt, wenn du Sphären aufhebst, erhältst du Bonus-Nahkampfenergie. Ganz gut, kann man mitnehmen. Ja, habe ich auch schon in meinem Tresor etc. Dann hier für den Warlock Sternenfeuerprotokoll. Buschschutz mit Disziplin und Stärke, das auch wieder nicht ganz so gut. Disziplin schon, Stärke braucht man so gut wie gar nicht, finde ich. Erhalte eine zusätzliche Fusionsgranatenladung, dann reduziert eingehende Leere in Flammenschaden und zuletzt, du kannst Munition für Spezialwaffen tragen, aber ist halt so ein Standardding, ne? Und hier schlechtes Karma, Impulsgewehr, habe ich auch noch nicht, werde ich auch gleich mitnehmen. Diese Waffe lädt nach jedem Kill sofort nach und verursacht kurzzeitig mehr Schaden. Kills laden dein super auf. Eigentlich sehr gut. Diese Waffe hat zusätzliche Präzision beim Feuern aus der Hüfte. Ja, wie gesagt, kann man mitnehmen gegen KI halt, ne? Kann man das mitmachen. Und PvP habe ich keine Ahnung davon im Moment. Dann hier vermenges Engramm. Panzerhandschuhe, 29 Münzen. Macht ja keiner, nimmt keiner mit. Und hier unten halt die üblichen Raritäten, Glasnadeln, Dreidermünzen, schwere Munitionssynthese, die beiden Antriebe, Tarnantrieb diesmal und Plasmaantrieb. Materialtausch macht wahrscheinlich auch keiner mehr. Aber drei der Münzen immer mitnehmen. Ich setze immer eine ein, mache dann im Moment Eisenbanner. Manchmal droppt da was Schönes, wenn man schön hochgespielt hat, sich da mit Punkten und man auch gewinnt, dann kriegt man ganz gerne mal ein exotisches Engramm. Ja, die auf jeden Fall mitnehmen, es lohnt sich da mehr, als jetzt hier oben das Engramm zu kaufen. Und ja, mir gibt es nichts zu sagen, das war heute so bei mir. Heute ist ja 27.05. kommt schon durcheinander wegen Schichtdienst. Da weiß man hinten und vorne ab und zu nicht, welcher Tag ist. Naja, aber ich habe es hingekriegt. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen auch natürlich. Ich bin raus. Bis denn.